Gut. Soll ich mir den Timer setzen? Wie lange habe ich Zeit? 10 Minuten? 10 Minuten. Gut. Dann mache ich tatsächlich mir einfach einen Timer. Ja. Es gibt aber auch diese. Ja, ich weiß, aber dann ist aus. So. So, gleich mal Frage zu Beginn. Wer war denn schon mal bei Jugend? Wer ist das erste Mal bei Jugendtakt? Ah, viele. Wer war schon mal bei Jugendtakt hier? Der Rest. Der Rest. Wer hat denn schon vor längerem vielleicht mal von Jugendtakt gehört? Ja, okay. Also bevor ihr quasi jetzt hier hergekommen seid, habt ihr vorher schon mal von Jugendtakt gehört und wahrscheinlich irgendwie gehört, Jugendtakt ist eigentlich ziemlich cool. Jugendtakt ist ja bisher so, wir haben regelmäßig Hackathons. Hackathons sind ein Wochenende lang und ist eine ganz coole Sache, aber irgendwie halt nach einem Wochenende auch schon wieder vorbei. Sind wir immer so, startet die Vorfreude, die baut sich so langsam auf, dann ist das Wochenende da, dann ist irgendwie die Freude so hoch und dann so Sonntagabend ist es halt dann so, geht so bergab und bergab und bergab und muss man aufpassen, dass es nicht zu stark bergab geht. Genau, also so ein bisschen dieses Event-Tief, das man wahrscheinlich von Urlaub, von Ferien, von allem Möglichen kennt. Ja. Genau, und jetzt ist die Idee die, nicht nur mehr Idee, sondern tatsächlich Realität, es gibt bald Jugendtakt-Labs. Wer von euch hat schon von den Jugendtakt-Labs gehört? Sehr gut. Jugendtakt-Labs, es gibt irgendwie so 1000 Labs, irgendwie, letztens habe ich mir gedacht, so ein bisschen wie so die Schwammel aus dem Boden quasi schießen sie, die irgendwie, es gibt irgendwelche Labs, Fab Labs und Makerspaces und da ein Lab und dort ein Space und keine Ahnung was. Was wollen jetzt wir mit dem Jugendtakt-Lab machen? Wir haben eine Ausschreibung und die Ausschreibungsfrist, die geht noch bis nächste Woche Freitag. Und da geht es darum, wir suchen neue Organisationen, irgendwie so, keine Ahnung, sowas wie zum Beispiel das Verschwörhaus hier, hat zwar regelmäßig den Hackathon hier, aber ist sonst unter dem Jahr schon Jugendtakt nahe, aber vielleicht könnten sie noch mehr Jugendtakt machen oder jeder andere Makerspace, keine Ahnung wo. Genau, ich schaue immer dahin, obwohl ich da eigentlich gar nicht stehen habe. Kurze Rede, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt ein Space sagt, boah, bei uns gibt es im Umfeld voll viele Jugendliche, die irgendwie jedes Jahr zu Jugendtakt fahren und zwischendurch unterm Jahr halt nichts von Jugendtakt haben, weil sie irgendwie so in einem kleinen Dorf irgendwo wohnen oder auch in größerer Stadt und irgendwie gibt es wenig Angebot. Aber es ist ein Space dort, so ein Makerspace, keine Ahnung was. Und die würden jetzt dann halt anfangen, auch irgendwie so ein bisschen Jugendtakt das ganze Jahr nämlich zu machen. Und nein. Ja, okay. Jetzt ist aus, aber ist ja eigentlich eh egal. Mein wunderschöner... Braucht man ja nicht. Genau, das soll es dann geben, vielleicht mal irgendwie Inputs, Talks, Lightning Talks. Oder wenn ihr jetzt nach dem Wochenende neue Projekte habt und die so prototypenmäßig schon ein bisschen fertig sind, aber ihr wollt da gern weiterarbeiten, kann man dann sagen, ja, cool. Gehe ich zu dem Jugendtakt-Lab in nächste Woche, übernächste Woche, keine Ahnung was. Und arbeite dort einfach mit anderen Leuten dort an dem Projekt weiter, das halt echt voll cool war. Weil ist ja auch auf GitHub jedes Projekt. Das heißt, ihr könnt das Projekt runternehmen und da weiterarbeiten dran. Genau. Also es soll eigentlich im Wesentlichen ganz viel passieren dort, wo ihr als Jugendtakt-Community sagt, das hätten wir ganz gern. Genau. Und was sagt die Uhr? Ich habe recht gut improvisiert. Ich habe noch immer so lange Zeit. Ich habe schon voll viel gequatscht irgendwie. Gibt es irgendwie von euch so irgendwie noch Fragen, die da sind? Weil da muss jetzt ich nicht so monologmäßig das fortsetzen, sondern kann vielleicht Fragen beantworten von euch. Ja. Nein, es ist ja so, dass wir jetzt, da geht es ja tatsächlich nicht darum, dass diese Organisation jetzt einmal im Jahr einen Hackathon machen soll, sondern alle möglichen verschiedenen Angebote. Wir haben da mal so eine Umfrage gemacht bei Jugendtakt unter den Teilnehmerinnen, quasi, was sind so ihre Wünsche, wären das sind so
gewesen, eben regelmäßiges Treffen zum Arbeiten an Projekten, Lightning Talks, irgendwie so quasi Exkursionen oder einfach so Treffen und Arbeiten. Also es soll eher noch so eine Ergänzung sein, die nicht mal über Nacht sein muss, sondern so ein, okay, cool. Donnerstagabend, ich gehe zu einem Space, ich mache irgendwie was Jugendhackt-Verbundenes, genau. Und eben, was machen wir Jugendhackt? Wir haben halt dann, wir könnten anbieten, wir haben halt ganz viel Wissen, das wir eh voll gerne immer teilen, so mit dem Jugendhackt-Netzwerk, also quasi alle Städte, die jetzt schon Hackathons machen. Genau, und da würden wir jetzt sagen, okay, wenn jetzt der Space XY sagt, sie werden jetzt ein Jugendhackt-Lab oder wir beschließen das quasi gemeinsam nach der Ausschreibung, dass die jetzt auch Jugendhackt-Lab werden, dann würden wir gemeinsam schauen, wie können wir ist jetzt so Jugendhackt-Team aus Berlin quasi, die unterstützen bei der Umsetzung von den Angeboten. Genau. Und die Ausschreibung, die gibt es am Blog zu finden. Antwortet das die Frage? Cool. Ja? Oder sagen wir es eigentlich, worauf hättet ihr den Bock? Wenn ihr jetzt sagt, okay, nach dem Wochenende, was sind so Dinge, wo ihr glaubt, die wären irgendwie cool, wenn es die dann noch weitergeben würde? Also weil sie interessiert uns ja auch, dass sie dann sagen, wenn wir mit den Organisationen sprechen, müssen wir sagen, hey, die Jugendhackt, die Jugendlichen haben gemeint, sie hätten gern das, 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 das. Was davon könnt ihr vielleicht umsetzen? Wenn es jetzt so ein Wunschkonzert geben würde, was wäre so euer Wunsch? Können auch gerne irgendwie so ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder Mentorinnen was sagen, wo sie denken, so, es wäre cool, wenn das im Jugendhackt-Lab gemacht würde. Genau, ja. Eben, es ist ja dann nicht nur für Jugendhackt-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern eben soll auch sein für welche, die halt irgendwie am Event nicht sein konnten und da auch weiterarbeiten wollen, ja, voll. Gibt es irgendwelche Bedingungen quasi, die daran geknüpft werden, wenn man jetzt Jugendhackler wäre? Ja, Bedingungen, boah. Es gibt eine Ausschreibung und da steht sowas drinnen, wie zum Beispiel, wir hätten gern nicht, also wir vorzugsweise nicht in Ballungsräumen. Das ist zum Beispiel so eine lose Wolke der Versuch der Umschreibung, weil es gibt zum Beispiel auch Städte, Großstädte, wo man sagt, im Zentrum ist voll die geile Versorgung mit irgendwie Labs und Spaces und keine Ahnung was. Okay. Genau, und dann gibt es aber in der gleichen Großstadt irgendwie so Bezirke und Ränder der Stadt quasi, wo keine wirkliche gute Infrastruktur da ist. Also Bedingungen ist echt so im Einzelfall zu schauen, was quasi, also es war echt schwierig, die Ausschreibung zu machen, weil wir eigentlich zum einen, am besten sollte es halt Jugendhackt überall das ganze Jahr geben, in Wahrheit, finde ich. Genau. Sonst eben, falls irgendwie wer einen Space im Kopf hat, dass ich noch bewerben sollte, könnt ihr mich voll gern anquatschen oder anschreiben. Entweder auf Slack oder hier jetzt noch persönlich oder labs@jugendhackt.org ist quasi die Mailadresse, wo die Mails bei mir und bei Paula landen, die so ein bisschen aktuell noch so die Sammelstelle sind für sämtliche Anfragen. Genau. Also ich weiß ja nicht, woher du kommst und ich bin auch nicht ganz so vertraut, wie gut vernetzt oft die Organisationen untereinander sind. Tatsächlich war ein tatsächliches doch ein Kriterium quasi hatten wir. Wir haben halt gesagt, so von null auf anfangen
das schaffen wir halt auch nicht. Also das schafft, wir haben halt irgendwie so jetzt auch die Förderung, eine Unterstützung. Wir haben ein Team, das schon ganz viele Projekte quasi mitstemmt. Und jetzt noch den Space von Null auf anzufangen, das geht nicht. Deswegen eben, wir wollen eine neue Partnerinstitution haben, wo man sagt, die haben an sich schon irgendwie was laufen. Genau, also am besten mal einfach irgendwie bei euch daheim noch, falls ihr wollt, echt noch aktiv rumschauen. Eine Woche ist noch Zeit. Genau. Und sonst irgendwie, es gibt so Dinge wie Code for Heilbronn und Osnabrück und keine Ahnung was, fragt da die Leute oder schreibt die OK-Labs an oder schreibt, googelt einfach irgendwie eure Umgebung, wo ihr wohnt, plus Makerspace und keine Ahnung was. Meistens gibt es eh ganz viele davon, nur die sind halt vielleicht noch nicht ganz so ideal verknüpft und vernetzt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Ilona für diesen Vortrag.